Wir sind wieder zurück, hier in Echo. Ich bin ausnahmsweise mal hier und habe irgendwie Kerzen angezündet. Was mich jetzt gerade in die letzten Minuten geritten hat, keine Ahnung. Man sieht es auch hier. Und ich will hier Talg verschwenden. Dabei ist mir auch eingefallen, warum behalte ich die Kerzen nicht einfach hier für den Tunnel? Für die Tunnelgrabung. Bong. Viraxo hat endlich die Funktion, Steinstraßen zu recyceln. Viele Leute werden sich jetzt fragen, warum es nicht über den Crusher gemacht hat. Der Crusher ist ja auch eine Mod und er kann auf eben diese nicht zugreifen. Also, Wagenmarathisch. Ich fahre mal hier mit dem Mobile Darona. So viel Gekrösel mit. Uah. Viraxo hat anscheinend irgendwie was am Multiplikator geändert. Den hat er gesenkt von 3 auf 2,5. Ob sich der Server irgendwie durch ein Update resettet hat und er wusste nicht mehr die Einstellungen? Man weiß es nicht. Kommt der näher? So, lass mal gucken. Stein und Steinstraße, da habe ich hier nichts liegen. Und ich komme noch nicht mal an Dinges dran. Aha, an den Wagen. Und das war's schon? Ne, ich wollte schon sagen, hä? Hey, wieso kann ich denn nur 199 tragen? Wie? Raxo? Ich dachte schon. Ja, du kannst ihn dann nicht mehr austauschen, sehe ich gerade. Ach ja, genau. Ich hatte ja bei drüben bei Viraxo, na, hatte ich was vorweggegriffen. Das dürftet ihr schon. Entschuldigung. Am 24.09. dürftet ihr die Folge dafür gesehen haben. Wenn ihr bei ihm guckt. Noria, was ist bei dir? Weil der ist top aktuell und du nicht. Wow, ich nehme halt viel im Voraus auf. Eigentlich, um mir Freiraum zu schaffen, hätte ich jetzt gesagt, aber ich glaube, ich mache mehr, weiß ich nicht. Mach mehr Blödsinn als, als was. So wirklich Freiraum habe ich auch wieder nicht, weil ich, immer wieder neue Projekte anfange. Ne?
jetzt zum Beispiel vor kurzem Odyssey. Nee. Ich kann ja mal jetzt auch nochmal hier bei mir zeigen. Wahrscheinlich dürfte der jetzt mehr gemacht worden sein. Wobei, ich könnte ja mit dem Wagen... Nee, keine gute Idee. Habe ich mich flachgelegt. Ich Dummerchen, wa? Komme ich auch so hier dran? Oh. Da können wir gleich mit weitermachen. Jetzt. So. Probieren wir es mal damit. Wegzufahren, so. So. Das hätten wir. Nochmal gut aus der Scheiße gerettet, in die mich geritten habe. Müssten eigentlich mal Viraxu fragen, ob wir mal den Bagger leihen können. Andererseits... Was mache ich da eigentlich? Also ich schalte meinen Kopf auf jeden Fall nicht ein. Oh Mann, ey. Wir fahren mal hier zu meiner Industriebude. Oder zu meiner Endbude, würde ich schon eher sagen. Oh, Saba! Immer noch nicht breit genug, oder was? Muss das denn sein? Ach, guck mal. Da haben wir noch ein bisschen was. Immer her damit. Entschuldigung. Ich wollte gerade fragen, ist mein Mikro an? Ist er. Nee, warte mal. Hier war das, ne? Elektronische Wasserpumpe. Elektrischer Bearbeitungstisch. Können wir herstellen. Hölzerner Aufzug. Ja, stimmt.
Ein Ölbohrturm wäre nicht schlecht, aber boah, Baby, boah. Ölmenge 14,53? Hä? Vor allen Dingen, es ist die Frage, wo kann ich es bauen? Dann Raffinerie. Andererseits, der Viraxo hat mir was freigegeben eigentlich. Das ist die Frage, soll ich trotzdem... Ich meine, ich könnte ja... Ach, warte mal, ich habe aber noch keinen Punkt da, keine Punkte da rein investiert. Ich habe es ja bloß gelernt. Ja. Wasserfilter. Ja, jetzt habe ich ja immerhin den Stahl dazu. Endlich mal. Soll ich trotzdem mal hier Ölbohrturm? Weil auf der Insel ist eigentlich genug Platz dafür. Da müsste ich nur was abreißen. Also, ne, alles an Kakteen und Agaven und alles. Und dieses... Sag mal, Öl. Ach so, ich könnte im Prinzip überall bohren. Jo. Alles klar. Ich hätte noch ein bisschen Zement holen sollen, sehe ich gerade. So was hier. Elektrischer Bearbeitungstisch. Ich wollte gerade sagen, hä, was stimmt jetzt nicht? So, komme ich an alles dran? Hier komme ich schon mal dran. Okay. Elektronikfertigung. Nieten. Das sind ja auch alles Nieten hier. Ah, Herd. Ah. Damit macht man das innovative Kochen. So, Fass. Der Tobi läuft mit dem Fass rum, also wer möchte. Entschuldigung. Achso. Na. Zahnrad gießen. Verbrennungsmotor. Verbrennungsgenerator. Verbraucht 500, produziert 3000 W. Also ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt. Eisenkolben. Verbrennungsmotor. Getriebe. Stahlplatte. Ah, jetzt müssen wir so ein Stahlding herstellen. Elektronische Stanzpresse. Das würde ich mal sagen, wa? Wir müssten eigentlich mal wieder in die Mine. Um genug hier Eisen rauszuholen. Dann die ganze Kohle. Der Stahl. Dann alles da rein. Kupferkabel. Dafür wäre das Kupfer eigentlich recht gut. Ich glaube, wir fahren nochmal runter. Bei unten brauche ich das ja eigentlich gar nicht mehr. In der Schmiede unten.
Wow. So. Ja, ja, der ganze Goldbarren kann ich eigentlich auch da drauf packen. Ja, genau, Gneis habe ich noch genug in der Mine. Die können wir auch herholen. Oh ja, oh ja. Wieder hätte ich mal den Dings anschmeißen können. Wa? Toll. Nein, dafür hätte ich jetzt... Hat er noch... Oh ja, der hat noch ganze Menge. 9000. Was ist das? Achso, ich wollte es schon sagen, ey. So, Holzkohle. Dampfmaschine, ja. Ach, die andere ist auch schon... leer? Sag bloß, die andere wird jetzt ohne betrieben, wenn der andere nicht betrieben wird. Es kann nur einer arbeiten. Ja, das ist ja mal praktisch. Wenn einer nicht mal an... Ah... Ja, wie geil ist das bitte, sag mal. Das ist ja wohl der Hammer. Was sagst du? Na, hier könnte ich 500 machen. Was? Verbraucher... Mau? 2500 Stab. Was stimmt nicht mit euch? So, wie sieht's hier aus? Ah ja, immer noch 325. Also alles gut. Hä, minus 499,33 am Tag. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Axo! Was? Nee. So, während der den Stahl produziert. Ich hab keine Ahnung, ich habe einfach irgendein Muster gemacht. Offscreen, das hätte ich auch mit der Aufnahme machen können. Na gut, ich lach ja nicht, dass ich aufnehme, ne? Unverhofft kommt... oft. Aua. Damit hätten wir 240 Folgen jetzt. Alter, ich finde das krass, wie weit wir kommen. Das ist heftig. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, Leute. Ist die Standspresse inzwischen fertig?